Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Dino Crisis 2. Und genau, wir waren beim letzten Mal hier, haben uns durch die Höhle gekämpft. Und hier hinter uns war quasi eine Allosaurus-Armee. Und wir haben uns da mit militärischen Waffen durchgekämpft. Zu zweit und genau. Würde ich sagen, wir sind weiterhin auf dem Weg nach Edward City. Und zu David und genau, wir kämpfen uns jetzt hier einfach durch das Gebiet. Würde ich sagen, machen wir einfach mal weiter. Die Barrikade ist isoliert, die Kontrollbasis. Es gibt keinen Grund zurückzugehen. Regina? Es liegt ein fauler Geruch über dem Gebiet. Hier muss Furchtbares passiert sein. Ah, sagt gar nichts zu Regina. Okay. Ja, schau dich diese Dinos da an. Das ist schon echt heftig. Und mir ist was aufgefallen, liebe Leute. Erstmal, dass ich eine Pumpgun als Hauptwaffe hab. Und zum anderen... Nein. Zum anderen ist mir aufgefallen, dass die... das Audio, dass das hier ein bisschen leise ist. So. Würde ich sagen, machen wir es mal... Haben wir es mal ein bisschen lauter gemacht. Und wir haben hier einen Computer... Den werde ich aber nicht brauchen, oder? Wir haben auch nichts Neues. Muni. Der eine Raketenwerferschuss. Ja, gut, komm. Ansonsten haben wir alles. Okay. Gut, dann. Nein, ich will nicht den... Ich wollte das da lesen, mein Gott. Aber gut. Egal. Dylan. Wir sehen hier, wir haben eine Dino-Datei. Du hast eine neue Dino-Datei gefunden. Was haben wir denn da? Triceratops. Ah, cool. Okay. Den haben wir schon mal gesehen. Bedeutung, dreigehörntes Gesicht. Okay. Länge 8,5 Meter, Höhe 3 Meter. Fettes Vieh, ey. Beobachtungsbericht. Der Triceratops ist ein Pflanzenfresser und kann in den Feldern vor der Stadt gefunden werden. Sie sind Rudeltiere und beschützen Herden gegenseitig... In Herden gegenseitig ihre Eier. Okay. Ja, die haben wir auch im Dschungel gesehen, ne? Im Hintergrund. Sie sind gesellig und von Natur aus sehr sanft. Sie werden nicht aggressiv, es sei denn, ihre Eier oder ihr Territorium sind bedroht. Okay. Vor 6 Monaten konnte ihr Angriff auf die Stadt nicht abgewendet werden. Ein Teil der Stadt wurde komplett zerstört. Ah, da wissen wir auch, was hier alles verwüstet hat. Es waren Triceratops. Stimmt, wir haben auch den einen da am Hafen gesehen, ne? Der war da tot. Es scheint, dass sie sich erinnern, wer sie bedroht oder bekämpft hat. Seitdem mussten viele unserer Soldaten mit dem Leben bezahlen, dass sie die Triceratops bekämpft haben. Mhm. Kampfhinweise, wenn du dich in einem Kampf wagst, hast du bereits verloren. Ein erregter Triceratops ist unaufhaltbar. Das Einzige, wodurch er aufgehalten werden kann, ist ein anderer Triceratops, der noch aggressiver ist als er selbst. Na toll. Das einzige Mittel zur Verteidigung ist der Einsatz schwerer Feuerwaffen. Mhm. Ziele auf seine Nase und entferne dich so weit wie möglich. Da sie in Herden leben und soziale Geschöpfe sind, werden sie dich nicht verfolgen, sobald du ihr Gebiet verlässt. Sonst lauf so schnell du kannst. Tolle Kampfhinweise, echt. Ja, aber gut, ich meine, das ja auch riesig, ne? Wie soll man dagegen kämpfen? Wartet mal. So, wir sind da, genau. Boah, ist wieder so warm heute, ey. Eben war es angenehm kühl, als ich Command & Conquer aufgenommen habe. Jetzt ist wieder so extrem warm. Wow. Ja. Und es war Sonntagnachmittag, 2:30. Und naja, gut. Oh, schaut mal da. Oh, Cutscene. Okay. Regina, look. Over here. It's horrible. Who would have done this?
Sieht schon krass aus, ja. Oh, geil. Geil, Leute. Triceratops. Wehre den Triceratops mit dem Geschütz ab. Nächstes Minispiel. Leute, ist das nicht geil? Schaut mal. Bam. Wir müssen Triceratops abwehren. Oh mein Gott. Ist das geil. So, 200 Punkte. Sehr schön. Das ist cool gemacht hier. So, das war ein Konter. Einfach drauf ballern. So, Leute. Einfach immer auf den Kopf, haben die gesagt, ne? So. Bam. Geiles Minispiel. Ah, oh, das ist doch mal geil. So. Die halten ganz schön viel aus. Oh. So, haben wir's? Das wäre cool, wenn wir hier keinen Schaden kriegen. Wir fahren, wir rasen hier mit dem Auto durch den Dschungel. Da! Ach, verdammt nicht, ey. Hat er tatsächlich mich gekriegt hier, ey. Oh, der eine ist weg. Okay. Einer hat mich gekriegt, leider. Und bam. Und bam. Ach, verdammt, ey. So. Boah. Ihr seid ganz schön lästig. Aber cool. Gegen den Triceratops hier kämpfen. Bam. So. Bleib schön weg, ey. Bam. Ah, das ist geil. Der läuft von daher. Boah. Rasante Szene hier gleich am Anfang. Bam. So. Bam. Ach, verdammt, ey. So. Geh doch weg. Geh doch mal drauf. Die gehen nicht sterben. Bam. Bam. Haha, geil. So. Oh, da. Verdammt. Boah, ich bin schlecht. Ich bin echt so schlecht hier in diesem Minispiel. Bam. So. Ey. So. Haben wir es bald mal? Die Szene war doch gar nicht so lang eigentlich. Boah, 3000 Punkte. Da läuft noch einer rum. Da! Oh, was so? Was so? Gefahr schon. Boah, Leute. Was? Heftig. Heftiges Videospiel, ey. Wow. Endlich lobst du mal Regina. Oh. Szene, ey. David, richtig cooler Typ. Boah. Heftig. These people were the only ones left. There aren't any survivors now. So we failed. How could we let everyone die? Scheiße. Look, we still have the mission to retrieve the data on Third Energy Research. Dude, even if we get the data, how do we get back to our time?
The activator for the gate has been destroyed, right? That's why we need that data. If we study it, we might be able to build another gate to go back. Fine. Let's split up and search the town for the data. Dave! David! Let's go. Ja, kann ich verstehen, dass der Typ angefressen ist. Okay. Jo, die Missionsdaten wurden aktualisiert. Durchsuche Edward City. Suche nach der Disk mit dem dritten Energiedaten und nimm sie an dich. Ja, Leute, kann ich verstehen, dass der David frustriert ist. Ja, die wurden alle abgemetzelt gerade, ne? Die Überlebenden. Oh mein Gott, wir kommen natürlich mal wieder eine Minute zu spät oder so. Oder eine Stunde. Und, naja. Aber cool, Leute. Wir sind jetzt hier in der Stadt tatsächlich. Edward City sind angekommen. Und geil. Geil, okay. Kann man hier... Ah, hier kann man sogar rein, ne? Genau. Stadtwohngebiet 2 direkt. Ja, dann mache ich das doch direkt. Was haben wir denn hier für Dinos? Ach, die kleinen. Ah. Die kleinen Rabauken hier, ey. So, ich gucke mir den Bereich gleich an. Ich muss erstmal hier fighten. So, bam. Sehr gut, Leute. Das ist cool. Dieser Bereich erinnert mich jetzt ein bisschen an Resident Evil 3. Nemesis. Wo man da auch mit Jill durch die Stadt rennt. Richtig cool. Das erinnert mich jetzt echt so ein bisschen daran, ja? An den Anfang von Resident Evil 3. So. Auch Resident Evil 2 ja auch. Ne? Da rennt man auch am Anfang in der Stadt rum. Na Gott. Ich glaube auch zu wissen, Leute, warum diese Stadt Edward City heißt. Edward wegen Edward Kirk. Ist zumindest meine heiße Vermutung. Und genau. Kirk, den verrückten Wissenschaftler. So, mein Gott. Kann man da rein? Es ist ein Wachhaus für das Wohngebiet. Die Vegetation hat sich im Inneren des Gebäudes ausgebreitet. Man kann nicht hineingehen. Ne, geht auch nicht. Boah, schau ich das an, Leute. Fetten Panzer hier. Die Jeeps, schau dir den Jeep da oben an. Ein ungewöhnlich großer Baum hat mit seinen Wurzeln den Beton zerstört. Mit seiner immensen Kraft hat der Baum einen Jeep mit in die Höhe genommen. Boah, heftig. Was hier die Vegetation alles auslösen kann, schaut euch das an, ey. Überall das Zeug. Die Tür führt in das Wohngebiet. Der dicke Ast blockiert die Tür. Ah, was haben wir da? Oh, was? Die Tür führt in den Wohnraum. Innen sind Wurzeln und Efeu in dem Raum gewachsen. Oh Mann. Brauche ich eh nicht. Oder? Doch, 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 wartet mal. Wir sind jetzt hier, okay. Da ist aber eine zu Tür, das heißt, da müssen wir nicht hin. So. Ach, wir sind wieder voll. Okay, dann brauche ich das eh nicht. Okay, gut. Ist hier irgendwas noch an Kisten oder so? Nö. Okay, dann gehen wir mal weiter. Oh, was? Die Tür ist verschlossen. Um sie zu öffnen, benötigst du den Schlüssel für das Wohngebiet. Richtig abwechslungsreich, dieses Spiel, ne? Erst im Dschungel angefangen, dann in so einer Einrichtung, dann unter Wasser, dann in der Höhle, dann in der Stadt. Also schon ordentlich. So, was haben wir hier? Flugsaurier! Okay. Interessant. Ich könnte jetzt zwar diesen Raketenwerfer benutzen, aber dieser Raketenwerfer hat keine Zielsuchraketen. Das heißt, der von Regina ist besser. Na komm. Ich habe jetzt halt hier nur diese Plasmakanone für die. Aber das reicht doch schon mal. So, da ist der nächste da. Da ist schon wieder der nächste.
Perfekt, Leute. Einfach weiter Punkte sammeln hier. Warte, nein! Ach, du Sackgesicht. Du Sackgesicht von Pteranodon, ey. Echt. So. Weg mit dem. Verdammt, haben die mich gekriegt hier, ey. So. Das sind einige, ey. So, bam. Da ist noch einer. Noch einer. So viele, ey. Aber wir haben leider Schaden gekriegt. Aber alle weg. Perfekt, dann können wir uns weiter hier umgucken. Jetzt sind wir wieder in dem Anfangsbereich, ne? Ja, genau. Alles kaputt hier, ey. Das ist der Helikopter, den David gesteuert hat. Wahrscheinlich hat er keinen Treibstoff mehr gehabt und hat deshalb eine Bruchlandung hingelegt. Also bei... Boah, alles im Arsch hier. Dort liegt etwas unter dem toten Körper. Du hast eine neue Dino-Datei gefunden. Was haben wir denn jetzt noch? Oviraptor. Ah, das sind die Kleinen. Ah. Betäubung? Bedeutung? Eierröber, was? Okay. Länge 2,5 Meter, Höhe 1,3 Meter. Beobachtungsbericht. Wir haben verschiedene Spezies der Dinosaurier gefunden, seitdem wir in dieser Welt gekommen sind. Dies war die erste Spezies, von der wir dachten, wir könnten sie in den Griff bekommen. Mal wieder hatten wir uns geirrt. Sie haben zwei Angriffsarten. Eine ist der scharfe Schnabel, der andere der giftige Speichel. Ah, es ist also keine Kotze. Ich dachte, das wäre Kotze. Na gut. Den Namen Eiräuber bekamen sie aufgrund der falschen Annahme, dass sie ihre Schnäbel benutzen, um die harte Schale von Eiern zu knacken. Witzig. Um sich zu schützen, haben sie einen ätzenden, giftigen Speichel, den sie spucken können. Sie sind sowohl offensiv als auch defensiv gut ausgerüstet. Kampfhinweise. Du solltest nicht stehen bleiben, wenn du mit ihnen kämpfst. Ja, das habe ich schon festgestellt. Die sind so schnell. Manche spucken Gift, die anderen laufen auf dich zu und treten dich mit ihren Hinterbeinen. Genau. Du hast eine bessere Chance zu überleben, wenn du dich während deiner Angriffe weiter bewegst. Durch ihre geringe Größe sind sie eine Plage. Sie springen und greifen in Gruppen an. Sie gehen einem echt auf die Nerven. Um etwas gegen sie zu tun, wähle eine Waffe, mit der du sie wegblasen kannst. Okay. Also die habe ich ja hier. Die Schlumpfeiskanonen. So, cool. Dann haben wir auch diese Dino-Datei endlich gefunden. Hab mich schon gefragt, wo die bleibt. Von den Kleinen. Kann man da hoch? Was ist das denn da? Das ist ein Geschäft? Hudson Store oder was? Es ist ein Werbezeichen. Es wurde mehrmals neu gemalt. Wahrscheinlich vom Besitzer. Ach, okay. Robson Store. Ah, cool. Kann man hier auch noch hoch? Oh, tatsächlich. Und da ist auch noch ein Medipack. Hier war ich ja noch nie. Es ist eine schlechte Barrikade, die aus allem besteht, was sie irgendwo auftreiben konnten. Wahrscheinlich konnten sie dadurch nachts trotzdem nicht besser schlafen. Ja, provisorisch, ne? Ich stelle mir das übel vor, wenn man in so eine Zeit landet und dann irgendwie nichts mehr machen kann. Maximale Traglast erreicht. Da stelle ich mir schon echt heftig vor, muss ich sagen. Ich könnte da auch nicht überleben. Okay, ich habe offiziell was Neues in Dino Crisis 2 gefunden. Den Bereich kannte ich noch nicht. Okay. Überall Leichen, ey. Ein kleines Fahrzeug. Es ist in einem guten Zustand. Ja, nimm's dir. Nein. Aber noch zwei Leichen hier. Es sieht so aus, als ob sowohl Menschen als auch Raptoren gefressen wurden. Oh, beides. Okay. Ach, wir müssen tatsächlich in diesen Laden da oben rein. Das ist ja geil. Cool. Okay. Dann geh mal in den Robson Store. Süßigkeiten und Munition.
Der größte Schlussverkauf aller Zeiten. Süßigkeiten und Money, ja. Hört sich gut an. Lass uns mal reingehen. In den Robson Store. Geil, Leute. Und es ist ein Safe Room. Oh mein Gott. Okay, sehr schön. Und noch ein Medipack. Hier liegt ein toter Raptor. Er wurde offenbar von einer Schrotflinte niedergestreckt. Der Raptor muss den Ladenbesitzer jedoch nicht mit in den Tod gerissen haben. Hm. Okay. Was haben wir hier? In dem Wagen befanden sich wahrscheinlich alltägliche Güter. Es gibt kaum neuere Gegenstände. Überall sind alte Bücher, die schon gelesen wurden. Okay. Es gibt viele Hilfsmittel, wie zum Beispiel Farbe. Die meisten Dosen scheinen jedoch schon sehr alt aus. Alles alt hier, ne? Hier liegt ein toter Raptor. Ja, okay. Es ist eine zerfetzte Zigarrenschachtel. Darin befinden sich handgerollte Zigarren. Na, bedien dich. Ne, er nimmt lieber den Schlüssel. Schlüsselwohngebiet. Okay, dann können wir wieder zurück. Boah. Er muss der Besitzer dieses Ladens gewesen sein. Zu seinen Füßen liegt eine Schrotflinte. Boah, sieht gut aus. Generell auch diese Cutscene gerade, die sah richtig gut aus für PS1-Verhältnisse. Mit dem Hubschrauber und so. War schon gut, ja. War schon gut. Hut ab. Hier müssen Messer und Hammer aufbewahrt worden sein. Aber es ist nichts mehr da. Sie müssten als Waffen mitgenommen worden sein. Alles leer hier. Da ist noch ein Medipack, aber ich glaube, ich bin voll, ne? Ah. Das kann ich sogar mitnehmen. Okay, cool. Das Glas ist zerbrochen. Alle Gegenstände wurden beschädigt. Kommen wir hier. Das Sicherheitsglas wurde zerbrochen. Der Dreck und Schlamm auf dem Rahmen deutet darauf hin, dass die Dinosaurier dort eingedrungen sind. Dreck und Schlamm, ja. Okay. Höchst interessant, Leute. Interessanter Bereich. Kasse. In der Kasse sind viele Rechnungen, die einfach hineingeworfen wurden. Geld ist keins vorhanden. Bisschen Zechpräller hier. Auf der Theke liegen Bücher und Tabellen über den Verkauf. Die Seiten sind fast komplett leer. Pff, alles weg, ne? Alles weggekauft. Aber womit, wenn kein Geld? Na gut. Egal. Das ist eine Datei. Okay, Unterlagen des Besitzers. Ich habe die Idee, das menschliche Gebiet zu beschützen, unterschätzt. Der Plan, die Dinosaurier von der Stadt abzuhalten, ist fehlgeschlagen. Die Menschen in dieser Welt werden bald aussterben. Och du Scheiße. Wir hätten niemals auch nur an die dritte Energie denken sollen. Die Leute vom Militär verstehen das immer noch nicht. Sogar nach all dem, was hier passiert ist. Ich dachte, Dr. Kirk hätte es realisiert. Naja. Ihr Plan ist, die dritte Energie-Rakete in dieses Gebiet des Dschungels zu schießen und die gesamte Gegend auszuradieren. Eine Rakete. Okay. Sie planen, die Datendisk der dritten Energie in das Raketensilo im Dschungel zu bringen und die Daten in den Sprengstoff einzugeben. Du nimmst hier die dritte Energie und packst die einfach in eine Rakete rein. Was zur Hölle? Laut Zeitplan schlägt die Rakete morgen Mittag in dieser Gegend ein. Entweder ist es die Rakete oder wir... Wer weiß. Wie ist das denn jetzt gemeint? Entweder ist es die Rakete oder wir... Oder wir. Ah, okay. Entweder ist es die Rakete oder wir. Interessant. Das heißt, der hat das... Der ist noch gar nicht so lange tot hier, ne? Der ist noch gar nicht so lange tot. Das muss der Besitzer, ja. Die sind alle frisch gestorben, haben wir ja auch eben gesehen, ne? Oh Mann, Leute. Ja gut, auf jeden Fall, wir haben ein Raketensilo im Dschungel gesehen. Und da ist diese Datendisk jetzt wohl. Okay.
Dann, liebe Leute, würde ich sagen, in Anbetracht dessen, ja, dass wir jetzt hier am Ende der Folge angekommen sind, würde ich sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Lasst die Glocke läuten, erzählt es gerne weiter, würde ich mich sehr freuen. Und wie es hier weitergeht, sehen wir beim nächsten Mal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.